Genau. Felskletterei im zweiten Grad, gesicherte Felskletterei im zweiten Grad, erinnert so ein bisschen an, ja, Schönfeldspitze, würde ich sagen. Ja, haben wir das eigentlich auch so gehabt. Genau. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was Fröhliches. Ja, Respekt. Ja, sogar ein bisschen abdrängen, das heißt, man muss sich in die Arme reinhängen. Ja, ganz cool. Gefällt mir. Das sind Millionen von Eisen. Millionen von Eisen. So, hier haben wir den Einstieg in die Leiter. Geben wir mal ein bisschen Gas. Die Leiter liegt an der Wand. Die Arme müssen eigentlich nur sichern. So, und hier kommt jetzt eine schöne Querung, bei der man immer wunderbar auf dem Feld steht. Ah, es ist ganz entspannt. Ganz entspannt kann man langrutschen. Dann nehme ich mal ein bisschen bücken. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen abdrängend. Genau. Hier kann man sich mal ein bisschen reinhängen. Das ist ganz nett. Wir sehen, ist das sogar ein bisschen abdrängend hier wieder. Muss man also sich erstmal breiter ranziehen. Ah, die Trittbügel sind nice. Und schon stehen wir wieder, voilà, angenehm an die Wand angelehnt. Jetzt fühle ich mich nochmal ein bisschen in dieses kleine Couloir rein. Hier gab es mal so Trittstäbe, aber immer wo der Karabinerwechsel war, haben es dann auch wieder einen Bügel gehabt, sodass man einen wunderbar festen Stand hatte. Hier zum Beispiel steht Karabinerwechsel an. Ihr seht, ich stehe einfach super. Schauen wir uns gerade mal an, wie es hier weitergeht. Ah, da gibt es Felsgriffe. Wunderbar. Super Henkelgriffe hier. Fantastisch. So, jetzt gucken wir mal nach oben, was uns da erwartet. Aber ich glaube, wir haben das gleich. Da ist gar nicht mehr viel. Immer richtig. Immer so eine kleine Querung hier. So. So, hier gibt es jetzt nochmal eine luftige Querung. Auf Tritt stehen. Ja, spannend. Spannend. Da gehen wir hier drauf. So. Karabiner umsetzen, dann können wir sogar noch mal so eine Felsen zwischen Schritt nehmen, dann ist es ganz bequem. Ganz bequem. Ja, und da ist schon der Ausstieg aus der Querung. Da geht es jetzt nach oben. Hubschrauber. So. Dann machen wir hier ganz schnell
das Finale. Ich bin jetzt neugierig, wie es da oben aussieht. Und auf geht's. Immer noch nicht oben. Bin ja echt ein bisschen enttäuscht. Ja, so sieht's da oben aus. Gehen wir mal fix hin. So, Finale auf den mittleren Eckstock. Finale. So. Touchdown. So, hier sind wir jetzt beim Abstieg vom Gipfel und ich glaube, da unten kommt jetzt die berühmte Charlotte Bridge. Von da oben kommen wir, geht es jetzt runter. Ja, so ein bisschen gestuftes Zweiergelände, würde ich sagen. Ja. Da kommt tatsächlich jetzt unsere Brücke. Ja, da ist er. Charlotte Bridge. Da wollte ich schon immer rein. Da wollte ich schon immer rein. Ah, sie schwankt ein bisschen. So, hier haben wir auch die aktuelle Spendenbox. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier weiterkommen. So. Thank you.
bisschen gesichert, weil es wirklich ganz ordentlich hier runterpfeift. Ne? Ja, es ist schon alpin. So, der Abstieg hier runter ist eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe. Aber weit ist es nicht, da unten ist schon unser Abendessen. Ja, hier müssen wir schon sich konzentrieren. So, bin jetzt gerade auf dem Rückweg vom mittleren Eckstock und dieser Abstieg, aber hallo, der ist richtig anspruchsvoll. Der hat mich mehr Nerven gekostet als der Aufstieg über den Lintalpark, der DE gezeichnet ist. Ja. Also das hier, das geht eigentlich nur bei schönem Wetter.